Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Skyrim und in unserem neuen Zuhause hier in Weißlauf. Ja, bisher haben wir uns nur das Wohnzimmer eingerichtet. Viel mehr Geld hatten wir nicht. Und wir haben uns in der letzten Folge von einem guten Gefährten getrennt und zwar von Fendal. Ja, wir danken ihm, wie gesagt, aber wir haben ja ein Let's Play und im Let's Play würde ich euch gerne verschiedene Sachen zeigen und wir können Lydia auch mitnehmen und ich würde gerne Lydia als nächste Gefährtin. Oh, guck mal. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Ja, mich Tane. auch. Freut mich auch. Das ist ihre kleine Wohn, also ihre Räumlichkeiten. Langes Leben euch, Tane. Und folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. So, und damit gehört jetzt Lydia zu uns und begleitet uns durch die Welt von Himmelsrand. So, wundert euch nicht, ich habe mal kurz das Fadenkreuz rausgenommen. Ich bin direkt Das hat hinter mich euch. manchmal ein bisschen geärgert. Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Oh, die ist aber lieb. Und sie hat bisher nur ein Stahlschwert. Ernsthaft. Oh, die müssen wir ausrüsten. Haben wir irgendwas, was wir ihr geben können? Was können wir ihr denn mal geben? Weitläufige Angriffe verursachen um 5. Sie hat ein Schwert. So, jetzt lasst uns mal hier überprüfen, was wir ihr geben können. Nee, ich habe das Fadenkreuz einfach mal weggemacht. Mal gucken. Vielleicht hier diese Stiefel geben wir erstmal. Die soll sie auch gleich mal anziehen. Stärke die Fertigkeit leichte Rüstung um 12, den Ring. Irgendwie was obenrum, eine Rüstung oder sowas. Und ich probiere es einfach mal ohne. Oh, steige die Ausdauer noch. Und ich probiere es mal ohne. Ohne Fadenkreuz. Mensch, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. So, und du müsstest mal bitte noch ein paar Drachenknochen für uns tragen. Das wäre echt cool von dir. Schmetterling im Glas. Wir haben so viel noch, was wir hier mit uns rumschleppen. Diverse Schlüssel, Bücher, Zutaten, Schriftrollen. Kann man alle dann noch verkaufen und so. So, das reicht erstmal. Dann mal los. Wir müssen dich echt noch, dass du besser geschützt bist. Ehrlich, Lydia, so geht das nicht. Und ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Also, das habe ich ja in der letzten Folge, habe ich ja schon mal ein paar Gedanken schweifen lassen. Und wir wollen ja Magier werden und deswegen wäre Winterfeste wirklich ein sehr guter Anlaufpunkt und da möchte ich auch hin. Die Hauptmission ist Ustengraf. So, und letzten Endes ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nur eine Entscheidung treffen musste. Will ich hier lang? Erst zur Hauptmission und dann da lang? Oder gehen wir doch erst hier lang und dann zur Hauptmission? Und ich habe mich letzten Endes jetzt dafür entschieden, dass wir hier lang gehen. Noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Wie gesagt, Winterfeste. Wir müssen unsere Magie, vielleicht können wir da besser, also verstärken. Und dann kommen wir ja noch Dämmerstern vorbei und dann nach Ustengraf. Da, wo wir dann das Horn finden müssen. Und dann Entschuldigung. Dann den Weg hier zurück. Dann hier nach Weißenfelsen zu dieser Rabenhexe. Und dann wieder hoch nach Hrothgar. So. Das war jetzt so meine Idee. Das war jetzt so, naja, mein Wunsch. Gehen wir schon die Kiste hier. Oh, Truhe, warte mal. Einen Moment. Dann gib mir mal fix. Ich gebe euch Deckung. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Süß, süß. Nehmen. Da ich mir echt nicht sicher bin, ob wir da vielleicht mal irgendjemanden finden, der das braucht. Deswegen nehmen wir das jetzt mal ab. Geht ihr voran? Dann hätten wir jedenfalls vier solche Sachen zu verkaufen. Und sonstiges. So, was braucht ein beschädigtes Buch? Was habe ich denn? Das schmeißen wir weg. Das kommt nirgendwo unter. Das schmeißen wir einfach weg. Ablegen, 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 ablegen. Eisenbarren. Wir haben so viel Eisenbarren. Da können wir erstmal von den sieben können wir erstmal drei ablegen. Das ist auch alles Gewicht. Ey, ist der Wahnsinn, womit wir alles uns rumschleppen. Sollten wir echt mal irgendwann mal verarbeiten, diese ganzen Barren. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Hatten wir jetzt diesen Saphir-Drachenklauer, hat man schon benutzt, ne? Die brauchen wir eigentlich nicht. Aber schaut schön aus. So, was haben wir denn noch so Schönes? Na, den Rest können wir dann irgendwann verkaufen. Wie viel können wir jetzt tragen? Wie viel haben wir jetzt? 215. Das ist jetzt nicht wirklich viel, muss ich sagen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Das ist jetzt gerade so ein bisschen Vorbereitung, bevor wir losmarschieren, aber ich möchte in dieser Folge schon noch losmarschieren. Ja, damit könnten wir Geld verdienen. Die Spitzhacke behalte ich mal, aber die Holzfäller-Axt, die könnten wir benutzen, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber die macht halt gleich mal 10 Gewicht. Wir nehmen sie erstmal mit. Und falls sie uns echt zu lästig wird, schmeißen wir sie weg. Einfach so unterwegs, einfach mal fallen lassen, so eiskalt. Da freut sich dann der Nächste, der sie findet. So, und damit stürzen wir uns in ein neues Abenteuer, und zwar mit Lydia. Grüße. Was wollt ihr, Agnes? Och, ey, Leute, ich habe euch nichts getan. Ich habe euch echt nichts getan. So, wir haben nur 49 Gold. Es kann natürlich auch passieren. Wenn ihr in Weißlauf Ärger... Sei ruhig. Wenn wir im Weißlauf Ärger machen, wir gehen gerade aus Weißlauf raus. Also hier, pst. Kauleiste zu. So. Wer so sagt, hat den ganzen Tag noch nichts gemacht. Bei mir ist der Tag auch noch gar nicht so alt. Bei mir ist es gerade 1.05 Uhr, wo ich jetzt diese Folge aufnehme. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ein bisschen entschuldigen. Ich versuche das mit meiner Nase auch unter Kontrolle zu bekommen und auch das mit dem Husten. Aber ich bin noch leicht erkältet. Es tut mir echt leid. Ich versuche das so gut wie möglich zu unterdrücken beziehungsweise noch rauszuschneiden, weil ich finde das sehr unangenehm, euch irgendwie ins Ohr zu husten oder sonst irgendwas. Kann aber sein, dass ich vielleicht ein, zwei dann übersehe beim Schneiden. Lydia! Das tut mir jedenfalls an dieser Stelle leid. Lydia! Meine Teuerste, wo bleibst du denn? So. Wie gehen wir denn da eigentlich? Da gehen wir, den Weg sind wir ja schon mal gegangen. Und dann nach Windhelm da oben. Gibt es irgendwelche Missionen, die man unterwegs machen kann? Ach, jetzt bin ich schon wieder auf die Karte gegangen, ich Idiot. Finde 20, yes. Ja, das weiß ich ja nicht mehr. Bringe einen Mammutstoßzahn, bringe ein gehärtetes Eisendolch zu Alvor. Den hätten wir eigentlich, als wir da waren, abgeben können. Der Schrein von Azura liegt auf dem Weg. Aventus Aretino auf Karte anzeigen. Wo war das? Na, gucke an. Genau da, aber warum soll man mit dem reden nochmal? Ich hab's vergessen. Stand das da gerade? Nee, ne? Ist ja verschiedenes. Aber dann machen wir das. Aventus Aretino, begib dich zur Akademie vom Winterfeste. Schließe dich. Na, machen wir mal raus erstmal. Okay. Also der Sturmmäntel war ja dann auch jetzt genau da. Aber damit haben wir jetzt hier wenigstens einen Ansatzpunkt. Da wissen wir immer, wo wir hin müssen. Was anderes ist ja aktuell nicht aktiviert, auch nicht die Hauptmission. Dann wissen wir wenigstens so Pi mal Daumen immer die Richtung, in welche, wo wir langlaufen müssen. So. Hallo. Jo, nee, die Kutsche nutzen wir nicht. Wir gehen schön zu Fuß und wer weiß, was wir alles, was uns alles erwartet. Mit Lydia an unserer Seite. Hey. Bergblumen wollte ich mitnehmen. Die auch. Wir brauchen Blasenpilz, das ist wichtig. Also immer schön, aber wo hat man die nochmal gefunden? Ich glaube, nur in Höhlen gab es die, oder? Ich bin mir jetzt echt gerade nicht sicher, wo man es immer ausgerüstet hat. Okay. Entschuldigt bitte. Fendal, hallo! Die sind euch heute, ach Mensch, lang nicht. Ich sag doch, unsere Wege kreuzen sich nochmal. Welch göttlicher Zufall. Welch witziger Zufall. Ach, irgendein Zufall ist es jedenfalls. Ja, du hast es ja auch nicht mehr weit, ne? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Und ich glaube, je weniger wir dich begleiten, desto sicherer kommst du da dann auch an. Denke ich mal. Ah, finde ich geil. Gefällt mir. Dass wir ihn jetzt hier wieder gesehen haben. Muss ich sagen. Müssen wir jetzt nochmal über die Brücke rüber? Ja, müssen wir. Oder geht's da hinten auch lang? Nö, eigentlich nicht. Also bestimmt, aber nein. Huhn. Ich dachte, ich wäre ein Huhn-Bock-Bock. Da hätte nicht viel zu tun, Bock-Bock. Schmetterlinge. Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Meiner. Na, wenn schon, nehmen wir alle mit. Wo ist der dritte hin? Da. Zack. So, ein paar Bergblumen noch. So. Ach, sieht schon toll aus. Es schaut schon toll aus, muss ich sagen. Jetzt wieder hier drüben die Winterfeste. Ist schon ziemlich cool.
Ja, dieses Skyrim wird wirklich ein Langzeitprojekt. Das wird uns längere Zeit wirklich Freude bereiten. Ich hoffe, es bereitet euch Freude auch. Da sehe ich doch schon wieder Wölfe. Ne, warte mal, das ist ein normaler Hund. Das ist kein Wolf. Hey, mein guter... Hallo? Ach so, sag das doch gleich. Und wer bist du? Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Und das ist dein treuer Jagdhund? Na dann. Alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet gute Beute machen. So, da hängt das Spiel kurz mal wieder. Das kommt ab und an mal vor. Worüber ich sehr begeistert bin, ist, dass es sich noch nicht aufgehangen hat. Dieses Problem hatte ich leider ein, zwei Mal gehabt, als ich, bevor ich das mit dem Let's Play überhaupt angefangen habe, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber hier, toi, 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 muss ich sagen, läuft's. Ein Schmetterling nämlich. Das ist noch ein Schmetterling. Meiner. So. Ich bin da sehr hinterher, diese ganzen Alchemie-Sachen, aber irgendwie will ich jetzt unbedingt Blasenpilz haben. Das klingt ein bisschen komisch. Ich will Blasenpilz haben. So, diesmal sehe ich euch gleich. Ah! Bild war jetzt nicht schlecht. Lydia, wo bleibst du? Wo hast du den Bogen her? Hab ich dir den gegeben? Das soll mir recht sein. Ich möchte mich hier nicht beschweren. Schmetterling, Monarchenfalter. Weiß ich gar nicht, ob wir von dem schon mal probiert haben, vom Monarchenfalter. Da führt auch ein Weg nach oben, aber wir müssen in die Richtung. So verlockend das auch ist, da jetzt hochzugehen, nein, wir lassen's. Na du, Elch, wir hatten dich angehittet. Waren das die Wölfe oder was? Komisch. Komisch, komisch. Oder war es deine Frau? Was hast du denn verbrochen? Hat sich deine Frau angehittet, oder was? Irgendwann... Oh, ja, jetzt rast nicht aus. Jetzt bleib mal ruhig. Ich will aber auch nicht wissen, an wie vielen Zutaten ich auch schon vorbeigerannt bin. Der geht erstmal eine Runde schwimmen. Rote Bergblumen, blaue Bergblumen, violette Bergblumen. So, haben hier wieder irgendwelche Banditen ihr Nest aufgeschlagen. Müssen wir da jetzt eigentlich rüber, wenn wir jetzt da und dann... Nee, es war, glaube ich... Hier dann, hier war dann die Weg, genau. Der Weg, die Weg. Ja, hier ist ruhig. Hier ist ruhig. Ich rechne ja auch immer wieder damit, dass gleich irgendwo ein Drache von oben runterkommt, ey, ehrlich. Jetzt nach der Aktion bei Iverstadt würde mich das nicht wundern. Es wird auch gerade zu düster. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na super. Bin ich ganz großer Fan von. So, Lydia, da hinten. Du bist ein bisschen langsam, merke ich. So, den Weg kennen wir ja hier schon. Ist gar nicht so lange her, wo wir hier lang gegangen sind. Hier in der Nähe ist ja auch, da hinten ist ja auch diese Trollololololhülle. Schön, wie du läufst. Diese Füchse immer irgendwo aus dem Gebüsch hervorkommen. Jetzt wird es auf einmal wieder ruhig. Ich mag Musikveränderung, ist ganz schlimm. Ich finde das auch so, dass das Unangenehmste bei Spielen, vor allem bei Horrorspielen, noch bei Horrorfilmen, das ist eigentlich eher die Musik. Aber jetzt siehst du auch noch Gewitter hier. Also ein schönes Wetterspiel ist das jetzt nicht. Begleitest du uns schon wieder? Bist du eigentlich immer dasselbe oder wie ist das? Hallo. Mecker nicht. Das ist gerade so ruhig. Das ist Lydia. Wen haben wir da? Wer geht da seines Weges? Hallo. Hallo, werter Reisender. Halsgar der Reisende. Ah, riecht ihr diese frische Luft? Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen. Okay, deswegen die 25 Goldstücke, Redekunst verbessern. Wir haben kein Geld, tut mir leid. Ja. Und was macht ihr hier da draußen?
interessiert mich gerade null. Also von daher, schönen Tag noch. So, und jetzt müssen wir aber langsam irgendwo da links lang. Aber stimmt, das nächste Mal, wenn uns Wölfe angreifen, probieren wir unsere Drachenkraft. Wir können die ja beruhigen. So. Windhelm. Da gehen wir hin. Da sind wir jetzt richtig. So, jetzt haben wir wieder neue Wege, die wir erkunden. Das ist jetzt neu. Das letzte Mal sind wir da rechts lang gegangen, jetzt gehen wir hier lang. Oh, da drüben ist eine kleine Festung. Oder was auch immer das ist. Ein kleiner Turm. Kommen wir da irgendwie rüber? Nö. Das ist aber auch nicht so schlimm. Da haben wir eine größere Festung. Da, 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 da. Kannst du mal bitte wieder schöneres Wetter geben? Was haben wir hier? Ah, davon finden wir sehr viel. Die sind immer an Baumstämmen in der Regel. Ey, dieser kleine Fuchs geht mir langsam auf den Sack, muss ich ehrlich zugeben. Aber es wird wenigstens wieder heller. Das ist schön. Das finde ich sehr erfreulich. Oh, da unten eine kleine Wassermühle haben wir da. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern ist des Agonias Lust. So, ach, wen haben wir denn da? Einen kleinen Trupp. So, sammeln. Ihr seid Sturmmäntel. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm. Jo, sag ich Bescheid. Ich sehne mich danach. Ich werde ganz allein gehen. Die redet immer noch weiter und Lydia stärkt ihr den Rücken. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Nicht so angestrengt. Ich dachte, der rennt los. Mischwassermühle entdeckt. Hallo, jemand zu Hause? Gilfres Haus. Na, schauen wir uns das doch hier mal ein bisschen an. Mal ein kleiner erster Zwischenstopp machen. Bisher sind wir ja recht gut durchgekommen. Wir haben uns nicht ablenken lassen. Links, rechts, sonst irgendwo. Ein kleiner Kampf da, eine kleine... Sucht ihr Arbeit? Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Nee. Was kann ich für euch... Red mal mit mir. 5 gute Männer haben mit mir in der Mühle gearbeitet. Dann begann dieser Krieg und alle liefen weg. Idioten mit Met im Blut. Also bist du jetzt hier ganz allein oder was? Es gibt hier viel gutes Holz, aber ich kann mich nicht allein darum kümmern. Jeder, der kräftig und gesund ist, kämpft. Aber wer soll ohne funktionierende Mühlen... Können wir ihr jetzt irgendwie helfen oder so? Wir können sie ja nur mit X mal kurz anquatschen und dann redet sie von selber. Wir können sie ja nicht mal anreden. Wir können sie nur anixen. Warum kommen die alle immer mit uns raus? Was soll der Mist? Hebel. Nicht den Schwanz rein. Ach so. Ich habe da einen Schritt vergessen. Ja, genau, nimm das Ding. Das da oben fällt ja bestimmt nicht runter. Ach so, okay. Na gut, so ergibt es natürlich ein bisschen Sinn. Jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite rüber. Zack. Na komm, aktivieren. Geht das auch mal schneller? Ist das okay so? Jetzt guckt ihr auch noch zu. Ja, das haben wir schon alles gemacht. Das haben wir schon alles gemacht. Haben wir fein gemacht, ne? Für mehr habe ich keine Zeit. Tut mir leid. Und hier können wir dann Holz hacken. Tut mir wirklich leid, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und da ist jetzt auch niemand drin im Arbeiterhaus. Alles leer. Niemand da. Oder wie, oder was, oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Ach, Herr Jiminy. Ach, Herr Jiminy.
Mein Hund hat gerade genießt, falls ihr das gehört habt. Ich glaube nämlich, ihr habt's gehört. Tim ist auch jetzt irgendwas in die Nase gekommen. Okay, hier liegt jetzt nichts rum, was uns irgendwas bringt. Ein paar Goldmünzen. Brot, 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 Holzschale. Ah, hier, das ist gut. Die Heiltränke, die kann man gebrauchen. Steht nicht da, also ich nehme das jetzt einfach. Steht ja nicht, dass es verboten wäre. Met brauchen wir nicht. Met geht, aber nicht in unsere Tasche rein. Und auch nicht in unsere, in unser Körper. Wir müssen nüchtern bleiben. Wir müssen unser Ziel vor Augen behalten und nicht mehrere Ziele auf einmal. Gut, Hammer, aber das auch ohne Nordmet. Von daher würde der Nordmet es nicht besser machen, glaube ich. So, weiter geht die Reise. Wo ist denn der Trupp jetzt hin von Sturmmäntel? Ein Häschen, hallo. Jetzt flitzt los. Hast richtig gesehen, wie es die Vorderpfötchen bewegt hat und jetzt losflitzt. So, hier haben wir auch was liegen und zwar Kriechranke. Das da drüben, sind das Eier? Das ist auch eine Höhle. Sind das Spinneneier? Wir haben es allerdings auch jetzt nicht mehr weit. Jetzt mal auf die Karte gucken, weit ist es nicht mehr. Ich glaube, wir sollten jetzt in dieser Folge nach Windhelm. Ich traue dem da drüben nicht so ganz. Das sieht nach groß... Oh. Aber da können wir mal was ausprobieren jetzt. Hallo? Und jetzt? Oh, und gleich hat er sich hingelegt. Ist das süß. Komm, wir können weiter. Sehr cool. Aber wir sollten trotzdem schnell weg. Ich weiß nicht, wie lange das hält, von daher... Das Häschen hat es auch erwischt. Was haben wir hier? Drachenbaum, das ist gut. Was ist da los? Komm schnell weiter. Aber es funktioniert, das ist schon mal gut. Oh, nö, Freunde. Jetzt teilen die sich auf, die Schweine. Haben wir alle? Wollte der Säbelzahntiger uns gerade zur Hilfe kommen, oder? Na egal. Noch ganz viel. Ganz viele Bergblumen. Viele, viele bunte Blumen. So. Der Hochging ist schon wieder irgendwo hin. Ach, es ist so, Aber da ich mir jetzt echt einen weiten Weg vorgenommen habe, möchte ich mich wenigstens da dran halten und nicht irgendwo überall. Aber ich möchte irgendwie auch wiederum. Das ist echt verrückt. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, was ich positiv finde. Also du bleibst immer gerne mal kurz stehen, aber dann kommst du angeflitzt wie so ein Karnickel, wa? Ich glaube, die Bergblume habe ich gerade nicht mitgenommen. Dahin haben wir es doch. Wir haben es echt in dieser Folge gleich geschafft. Ich bin begeistert. Wer ist denn da rechts? Hallo. Maik wünscht euch alles Gute. Der Lügner. Maik trägt zwei Waffen, um sicher zu gehen. Das ist schön, aber mehr kann man nicht mit ihr machen. Tja. So. Haben wir hier einen Schrein oder was ist das? Talos. Talos Fehler. Wir lassen das da liegen, aber für euch mal kurz zum Drüberlesen. Wie gesagt, macht Pause, wenn es euch interessiert, aber wir lassen es da liegen. Wir lassen hier generell mal alles liegen. Okay, was haben wir? Schrein von Talos aktivieren. Damit haben wir jetzt was? Talos Segen war. Steht nicht hier. Doch, da war es doch. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. Geil. Es vermindert sich um 0%. Interessant. Also 0. Na egal. Wir sind einfach jetzt froh, dass wir hier angekommen sind. In Windhelm. Und zwar noch in dieser Folge. Aber... habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das klingt immer wie Schwingen in der Luft.
Ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. So. Stelle von Windhelm entdeckt. Jetzt haben wir gleich Windhelm selber entdeckt. Immer dem Himmel im Auge behalten. Hallo? Hallo? Jemand da? Nö, irgendwie nicht. Kam Lydia mittlerweile hinterher? Ich weiß, wir haben wieder eine Abkürzung genommen. Aber spätestens, wenn wir nach Windhelm reingehen, wird sie es schaffen. Ach, da ist sie doch schon. Gut. Und somit stehen wir jetzt vor den Toren von Windhelm. Und ich würde sagen, wir entdecken kurz noch Windhelm. Das zählt noch nicht, okay. Gut, dann würde ich diese Folge jetzt hier beenden. Da unten läuft schon wieder ein Fuchs, vielleicht ist es noch dasselbe. Und dann würde ich das für die nächste Folge aufheben, dass wir Windhelm erkunden. Bis dahin bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim.